Welcome back zu Final Fantasy Tactics Advance. Im letzten Mal haben wir hier so einigermaßen versucht aufzuräumen. Sind ein bisschen klicklich dran gescheitert. Aber naja. Scheiß drauf, shit happens, wie man so schön sagt. Zack. Und jetzt habe ich eine Taktik. Ich weiß, wie ich den Scheiß hier über die Bühne bringe, ohne groß zu sterben. Weil die machen ja schwach. Und betören und sind schwul und blinken rot. Das ist ganz einfach. Ich fokussiere mich auf einen, mach den kaputt und versuche aus der Reichweite der anderen Steine, wenn ich jetzt ich versuche aus der Reichweite der anderen Steine zu bleiben. Ja, sage ich jetzt einfach so. Kann man noch so sagen. Das wäre das Klügste eigentlich. Ich glaube, ich mache nachher gar keinen Schaden mehr. Denn so können sie mich nämlich nicht gegeneinander ausspielen. Wie sagt man so schön, zusammen ist man stark, ne? Aber ich weiß nicht, ob das immer stimmt. Eieiei. Na komm, stell dich mal schön neben den Stein. Danke. Ich frage mich, wann sie anfangen, meine Objekte zu verballern. Schlag mich, schlag mich, schlag mich, schlag mich, schlag mich. Guck mal, das ist doch schon mal wieder ein Vorteil. Ja. Okay, ich dachte, ich könnte Konter. Dachte ich jetzt wirklich. Kann ich nicht. Okay. Das... Ja, okay. Und das sollte was bewirken? Gar nichts. Ach so, hey, ja toll. Die kann natürlich nicht wiederbeleben. Geht noch. Hätte ich in Grenzen soweit. Gut. Dann mache ich mich mal auf. Wenn die noch... Der Teil hat nur noch 12 Leben. Das sollte passen. Komm hier. Knack. Jawohl. Das war Nummer 3. Gib mir Punkte. Ich bin Punkte geil. Ja. Weiß man doch. So. Welcher von euch Knechten kann Objekt? Der bestimmt, das weiß ich. Den habe ich ja eben noch ausgerüstet. So, Phönix wieder. Auf den da. Alles klar. So. Zack. So. Bull wird aufgeschieden. Yay! Oh oh. Nicht gut. Im letzten Mal habe ich noch Fallout gesagt. Ha, Items. Sowas benutze ich nicht. So, dann ist mein Ritter ja einigermaßen am Arsch. Mein Ritter? Mein Paladin, verdammt nochmal. Naja, gut. Kann man nichts gegen machen. Kommen wir mit Turn dahin? Das wäre ganz schön scheiße. Nee, gut. So. Jetzt schon gelbe Karte, deswegen muss ich mit dem aufpassen. Reicht das vom Abstand her? Das wäre jetzt ideal, wenn der mich nicht trifft, aber ich ihn. Na? 20. Okay. Ach, immerhin ist es nicht mehr so stressig, ey. Ich habe mir vorhin voll die Sorgen gemacht. So. Noch mal, nein, das klappt definitiv nicht. Mit dem muss habe ich was anderes vor. So, gehen wir mal dahin. So, mit dem könnten wir das eventuell. Ich weiß nicht, was der für eine Range hat. Die Reichweite geht leider auch nicht. Hass geht nur auf einen. Dann mache ich es lieber mal auf mich, aber auf Mount Blanc meine ich. Denn er kann definitiv nicht vom Zauber getroffen werden. Weil 5 Felder oder 4 Felder, das wäre ein bisschen viel für diesen Zauber. So. Ja, ich halte mich erstmal fern. Ich gehe vielleicht beim letzten ran. Aber so kann ich das auf jeden Fall knicken. Ja.
Roter Richter sieht irgendwie voll scheiße aus. Finde ich die blauen irgendwie besser. Na? 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 Geil, der kommt da nicht ran. Das ist perfekt. Ja, schauen wir uns mal dahin. Da vor mir eine Leiche liegt und ich da nicht hingehen kann. Ja. So. Blitzra. Mach's kaputt. Bam. 44. Ui. Blitz scheint sehr effektiv gegen diese Teile zu sein. Hm, gut für mich. Ja. So, dann kommt der als nächster. Das müsste von der Reichweite passen. Ja, 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 ja. Wunderbar. Friss mein Blitzeinschlag. So. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist natürlich scheiße. So. Nein. Ja. Mal gucken, wie viel ich abziehe. 32. Das harte Stück. Immerhin. So, ganz schön trocken hier. Also, Let's Play an sich jetzt erstmal in diesem Part. Das ist ja nichts, ist das. Und wahrscheinlich auch daran, weil hier nichts zu tun ist. Hoffentlich muss ich gleich zwischen zwei entscheiden. Nein. Wieso macht der nichts? Das verstehe ich jetzt gar nicht. So, mit dem gehe ich jetzt hier dahin. Der kann mich ja nicht treffen. Das ist sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, 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 ja. So. Das habe ich dir erstmal gegeben. Ja. Na komm. Na komm. Hm. Der macht auch nichts. Die ist jetzt schon wieder dran. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, Mister. Kann ich nämlich gleich hochlaufen. Zack. Kaputt. Nummer 4. Oder? 5. Finde ich richtig auch noch einer. Das war Nummer 5 von 8. 8 Dinger sind das. Eieiei. Alter Schwede. So, ich bin 1, 2, 3, 4 davon entfernt. Das sind 1. Ne, da könnte er mich treffen. Dann gehe ich lieber dahin. So. Ja, das habe ich befürchtet, dass der sofort dran ist. So, mein Tempo ist wieder normal. Das müsste so funktionieren. Ja, perfekt. Friss das, Schlampe. Bam. Der müsste aber auch gleich kaputt sein, weil ich den schon geschlagen habe vorhin. So, der ist auch kaputt. Und friss meine Kralle. Bam! Also hier kann man ja echt gut Richterpunkte farmen, wenn man denn angreifen kann, etc. So, mit dem gehe ich da wieder hoch. Ich muss hier, glaube ich, gleich noch ran. Ja, ist halt scheiße, wenn man keine Fernangriffe kann, ne? Man sollte am besten balanced sein und nicht irgendwie... Kommt auf drei Felder, Alter. Scheibenkleister. Das ist natürlich sehr beschissen, ne? Oh, das ist natürlich wiederum gut. Das heißt, da kann er entzaubern. Das heißt, ich müsste rein theoretisch hier stehen. So. So, zack. 19. Bam. Gut, dass ich das Problem nicht habe, weil der steht da echt so beschissen. Beziehungsweise ich stehe ja ziemlich beschissen, weil ich nicht weiß, wie ich das hätte sonst machen müssen. Oder machen können. Aber ich glaube, mir da bestimmt schon was eingefallen. So, für den muss ich mich ja leider da hinstellen, weil sonst komme ich da nicht ran. Weil lieber so, als näher an die anderen ran. Weil wenn er mich übernimmt und der näher dran ist, hat er einen kürzeren Laufweg. Das heißt, ich krieg umso wahrscheinlicher Schaden, den ich vermeiden kann.
und dies auch tue und ich habe fast keinen Mana mehr. Das ist natürlich sehr scheiße. Aber wenn ich Glück habe, treffe ich jetzt mit 44 und dieses Arschloch von Stein, Viech, Dings, Totema ist weg. Ja, naja, gut. Die 4 Punkte kann man sich auch sonst stecken. Aber nö, wir sind doch heute pingelig. Das kann man ja wohl nicht, kann ich ja wohl nicht fassen. Das war klar. Das war klar. So verdammt klar. Leck mich doch. Und betört wahrscheinlich auch noch, ne? Nicht? Schön. Damit kann ich leben. So. Dann gehen wir da mal ran. Komm hier. Bedanke dich doch mal für den netten Debuff, den du kriegst hast. Jawohl. So. Das war's. Battle gewonnen oder nicht? Das tut mal. Es ist weg. Wieso, die liegen doch alle? Mission accomplished. Objekte. Na, na, kein Lohn. Gegen mich. Habe ich kein Problem mit. Hab ich kein Problem mit. Das schmerzt mir gar nichts. Gar nichts. Das Totema Fanfried sagte, es wurde mit den Mugel geboren. Ich frage mich, ob dieser Kristall zu einem Volk gehört. Und wenn, zu welchem? Diese Dinger um den Kristall bilden einen magischen Zirkel. Magie, das Totema der Numu? Ja, wahrscheinlich. Wer ist da? Wer bist du? Oh, das ist... Warum erinnerst du mich an diese Dinge? Hör auf! Hör auf, habe ich gesagt! Diese Stimme... Neft? Mama ist nicht tot. Mama lebt. Sie war gerade hier. Wer versucht, meine Welt zu zerstören? Verschwinde! Verschwinde aus meiner Welt! Bla, bla, bla. Leck mich. Den Scheißdreck werde ich tun, du kleines, verwöhntes Mutterkind. Ja, wo man das auch ein bisschen nachvollziehen kann, ne? Als kleines Kind seine Mutter verlieren. Schon hart. Neft? Prinz Neft? Meine Welt? Darf ich nicht. Diese Welt muss ein Spiegel von Mefts Wünschen sein. Seine Mutter lebt noch. Alle gehorchen seinen Befehlen. Ich lebe in Mefts Traum. Wenn ich die Welt also wieder zurückverwandle, zerstöre ich seine Traumwelt. Kein Wunder, dass er mich hier nicht haben will. Oh Mann. Numu, Kampfbefehl, tot, mal hinzugefügt. Schön. Ich habe Verteidigung gemeistert. Du hast Konter gemeistert, Delfin hat Erteilung gemeistert. Yay, wunderbar, alles klar, jetzt lieben sich alle, yay. Hartklinge, geil, das erinnert mich voll immer an das Meisterschwert von Cloud, von Final Fantasy 7. Berserker nehmen wir mit. Eis weg. Dekoringwald, ja. Den packen wir dahin. Schatzjagd, Bitches. So, da gehen wir auch sofort hin. Kadoan. Ja, ausgesandt, haltet. Weltzieherfassiger war ein Erfolg. Rangknocke, Donnerrobe, Gebet, Rapiere, yay. Mitnehmen. Als mitnehmen. Jawohl. So. Ab nach da. Komm, komm. Mach hin. Schatzjagd. Magiering. Toll. Magiering. Yay. Magiering. Mit Magie macht das Kochen Spaß. Oh nein, oh nein. So. Letzte Schatzjagd für heute. Noch ein Zauber. Meine Fresse. Alter, was wollen die alle von mir? Bin ich so fame? Gerüchteküche, was gibt's Neues? Nix. Toll. Fick dich, du Arsch. SOS. Leuchtenadler in Grün, Rot, Grün wurden dem Koringwald gesichtet. Clan Ritz ist in Gefahr. Bitte hilf ihnen. Wieso heißt Clan wie sie? Das verstehe ich nicht. Helfe ich der Schlampe halt? Du brauchst eine Verfolgung. Ah!
Was ist mit Erma? Kann die das? Nein. Wells? Nein. Der auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die kann das. Schön. So, was steht da? Ich will Ilu auffassen, um die Zahntiere zu bringen, die dort leben. Bring mir eine Süßplatte zur Analyse. Er hat Analyse gesagt. Lol. Toll. Echt. Toll. Willige Lacher, ey. Da sind wir richtig. Unsere Ehepaar-Komiker-Routine braucht einen neuen Pfiff. Wundermagie und Hüte sollen helfen. Kannst du sie liefern, Will und Tita? Habe ich einen Bombenpanzer? Nein. Also ich habe, natürlich habe ich einen Bombenpanzer, ne, aber... Unser Hahn Niki kriegt allerdings immer schon vor Sonnenaufgang. Die Nachbarn beschweren sich. Kann jemand helfen? Gemüsehändler, was hast du denn? Ein Huhn oder Hahn oder was weiß ich. Na, wer von euch Lappen kann das? Traut sich das keiner zu? Bitch, please. Muss ich den da erst hinschicken? 5 Tage? Ja, ist okay. Billige Lehrer hatten wir schon. Das stellen wir. Ich suche ein Modell für eine Statue für den neuen Krümel der königlichen Bibliothek. Sollte jung, schön und gut gebaut sein. Ist ja auch gar nicht feministisch, ne? Irgendwie so. Also, dass man eine Frau braucht, die da halt nackt steht. Also, ein Schildkrötenmonster bewacht einen sagenhaften Schatz in einem Schrein der Alberhöhle. Lenk es mit Futter ab und er ist dein. Musen. Dörfleisch hab ich garantiert nicht. Restaurierung 6000. What the fuck? Wegen des fallenden Waffenangebots bieten wir der Werkstatt Teldot Restaurierung an. Aus allem macht neu. Ich glaube, so hab ich auch nicht. Ist ja schön. So, das war's schon wieder mit Final Fantasy. Ich fass es nicht. Es geht ziemlich schnell rum hier. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy Tactics Advance. Bis dann, ciao.